Okay, Leute, da wären wir wieder zurück zu einer neuen Beta-Folge und ja, heute wäre es irgendwie schön, wenn ich es mal wieder hinkriege und ja, so alle möglichen Themen anspreche. Das fände ich mal wieder richtig krass, weil das hatte ich ja die eine Folge mal, wisst ihr noch? Da hat das richtig gut funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war. Ich glaube 37 oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das müsste irgendwie stimmen, oder? Ne, 37 war die Jubiläumsfolge, stimmt. Da war ich ja anders themenmäßig beschäftigt, ja. Aber irgendwie so in dem Dreh, da gab es mal eine Folge, wo ich wirklich echt zufrieden war dann letztendlich, weil ich die ganze Zeit irgendwie über ja, alles Mögliche geredet habe. Über so Updates, was geht hier ab und da. Und da gab es verschiedene News einfach, ne? Und ja, so möchte ich das eigentlich öfter halten. Ich habe mir zwar jetzt auch noch das Themenbuch hier aufgeschlagen und geguckt, aber irgendwie mittlerweile ist wirklich nichts Gutes mehr dabei. Also es sind nur noch irgendwelche Schrottthemen, beziehungsweise ein paar Themen bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon hatte. Deswegen möchte ich die jetzt noch nicht ansprechen. Da muss ich erst nachgucken, ne? Was natürlich dann auch immer erstmal dauert, ne? Da muss ich mich erstmal erinnern, wo könnte das gewesen sein, wo ich das angesprochen habe und so weiter. Naja, ist alles nicht so einfach. Und deswegen, ja, lasse ich das erstmal auch offen. Ein paar Themen sind auch dabei, die ich tatsächlich nacheinander ansprechen will. Das heißt, in einer eigenen Serie wahrscheinlich, irgendeine Hardcore-Staffel oder so, werde ich dafür missbrauchen. Oder einen Map-Changer-Abschnitt, ne? Irgendwie so. Und da möchte ich halt dann, ja, jede Folge ein Thema wegmachen und alle hintereinander, weil die gut zueinander passen und, ja, oder vielleicht auch alle 2 Folgen oder ich weiß noch nicht. Jedenfalls möchte ich die jetzt noch nicht irgendwie teilweise ansprechen. Fände ich ein bisschen verschwenderisch, nicht, aber ja, keine Ahnung. Möchte ich halt jetzt noch nicht. Ansonsten, ja, was gibt's zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal in Minecraft Beta auch, habe ich mir vorgenommen, ein bisschen produktiver sein, ne? Das heißt, ich, ja, versuche halt an allen Ecken und Enden ein bisschen zu arbeiten und vor allem nicht irgendwie 2 Folgen mich im Nether rumzugraben und nichts zu finden, ne? Das war ja auch wieder so eine Aktion, naja. Kann man halten von was man will. Ja, ich bin in dem Fall, ich enthalte mich da mal. Sagen wir es mal so. Naja. Okay, ich pack mal ein paar Steine hier raus. Hätte ich jetzt auch ohne oder mit Shift machen können, aber ist jetzt egal. Ich brauche sowieso jetzt auch meine neue Kiste noch. Da könnte ich eigentlich überlegen, ob ich nicht unten schon das Lager anfange. Komm, das machen wir mal. Da weihen wir das mal ein. Ja, da sind wir auch gleich oder werden wir gleich dem Vorsatz gerecht, wirklich mal an allen Ecken und Enden was zu machen, ne? Fände ich ganz cool. Ich möchte nämlich da noch den Weizenraum auch endlich mal machen, weil der so lange schon offen ist und ich da eigentlich keine Lust mehr drauf habe, irgendwie ständig mich daran zu erinnern, weißt du, weil man will ja auch mal was fertigstellen. So. Okay, bis hierhin müssen wir dann Holz machen. Alles klar. Ja, das muss ich natürlich auch lohnen, ne, das Holz. Ich will jetzt nicht da Kisten draufstellen, weil hier sieht man das ja nicht in der Version, dass da Holz drunter ist dann, ne? Und deswegen würde ich sagen, könnten wir die Kisten eigentlich hier schon anordnen, ne? So irgendwie. Dass wir hier so einen Gang machen. Und vielleicht hinten hier so eine zweite Reihe oder so von Kisten. Oder, ja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, dass das so mehrere Schichten sind. Oder dass man dann hier so Lücken hat und hier fängt dann die nächste an, ne? Und dann stehen die hier so mitten im Raum verteilt. Ich weiß nicht, ich fände das Design vielleicht ganz interessant. Ich denke mal, so machen wir das. Jetzt kommen aber erstmal hier. Achso, das geht ja noch nicht mit Doppelklick, dass dann alle Stacks reinkommen. Jetzt machen wir erstmal das mit dem Umräumen so ein bisschen, ne? Die Kiste ja kann ich eigentlich auch so, wie sie ist, mitnehmen. Da ist ja eigentlich nur Kobbel drin und so. Achso, hier muss ich das so machen, ne? Ach ja, interessant. Ey, und das ist immer der Scheiß, ne? Das sammelt immer erst den Cobblestone auf. Statt schon mal, ja, die Kiste zum Beispiel, weil man die Kiste als letztes gedroppt hat, ne? Das ist immer so dämlich, weißt du, ich brauche doch die Kiste als erstes dann. Also, das ist auch so eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass sie mal geändert wurde, ne? Weil das sind einfach so nervige Sachen, das ist ja bis heute so geblieben, ne? Und ja, Minecraft kriegt es irgendwie nicht hin, so grundlegende Sachen manchmal zu ändern. Also, ja, ich meine, die haben schon viel geändert, ne? Sicher auch grundlegendes, aber zum Beispiel, das simpelste Beispiel sind zum Beispiel Slabs für, keine Ahnung, für Wolle oder so, ne? Da gibt es ja immer noch keine Slabs oder Glas, genau, Glas-Slabs wären noch übelst gut, aber ja, gibt's alles nicht, ne? Und ja, was natürlich auch mal schön wäre, wenn man 8 Treppen, oder es wäre auf jeden Fall logischer, wenn man 8 Treppen rauskriegt statt nur 4. Das sage ich auch schon seit Ewigkeiten, aber es ist halt wirklich so, ne? Weil das wirklich unlogisch ist, dass man da nur 4 rauskriegt, weil man hat ja quasi, man steckt
sechs, nee, man steckt sechs Blöcke rein, genau, und kriegt drei Viertelblöcke. Und ja, das heißt, man müsste einfach acht Dinger rauskriegen, ja. Bei Slaps kriegt man ja auch sechs raus. Gut, früher war das auch mal anders, ne? Da hat man nur drei rausgekriegt, das war auch unlogisch. Aber das haben sie ja dann auch gefixt und ich verstehe nicht, warum sie nicht gleich alles machen. Das ist halt immer so das Ding, ne? Die machen immer nur halbe Sachen. Das genauso mit der Mod-API, die geht ja auch schon ewig nicht voran. Jetzt in der 1.13 ist es mal ein bisschen mehr geworden und ein bisschen besser, glaube. Oder in der 1.12 hat es auch schon angefangen, so ein bisschen in eine Richtung zu gehen, wo man sagt, okay, die arbeiten daran, weil man ja jetzt zum Beispiel mit den Functions und so eine Möglichkeit hat, ne? Das heißt aber, alle Mods, die es bisher gibt, die wären komplett inkompatibel. Und das Updaten auf eine neue Version wäre übelst schwer wahrscheinlich. Und bisher sind ja die Möglichkeiten auch noch, die Vanilla Minecraft bietet mit Erweiterungen und so durch Functions und so weiter, sehr eingeschränkt, ne? Da kann man noch nicht so viel machen. Und ja, deswegen wird es auch sehr, sehr schwierig für Leute, die jetzt quasi sowas erstellen und ja, sich dafür interessieren, ihre Sachen auch abzudaten und so. Ja, das ist halt bisschen doof, aber naja, kann ich auch nicht ändern. Ich bin ja nicht Mojang. Naja, wäre halt wünschenswert für die Leute, ne? Weil ja, ich sehe halt auch manchmal Leute, die dann eben gerne das updaten würden oder gerne mal so eine Schnittstelle hätten, so eine API, und dann gibt's das eben einfach nicht. Ja, ist halt schade, weil Mojang das teilweise schon seit Jahren ankündigt, ne? Und das ist immer noch nicht irgendwie passiert. Und ja, so langsam werden dann natürlich manche Leute ungeduldig. So, Moment mal. Ich hab mal eine Frage, und zwar kann man das so machen, dass man hier, wenn man Erde hinsetzt, dass die Truhen dann in die richtige Richtung zeigen. Ich hoffe mal. Also, dass das dann auch so bleibt, wenn man die Blöcke dahinter abbaut. Aber ich denke ja, ne? Müsste eigentlich so sein. Nein. Alles klar. Warum? Was ist das bitte für ein unlogischer Müll? Hä? Och Mann, ey, das ist doch dumm. Ich habe da jetzt keine Lust, da Blöcke hinzusetzen, nur deshalb. Naja, ich lasse die erstmal so als Erinnerung da. Jetzt hole ich erstmal die anderen Blöcke, damit die hier nicht despawnen, weil die ja noch rumliegen. Ja, jedenfalls, was soll ich sagen? Ich finde das irgendwie alles mit Minecraft und so, mit der Entwicklung, es geht sehr schleppend voran allgemein. Also, die Updates kommen so selten. Die müssten eigentlich wirklich mal Gas geben, ey. Einfach mal mehr Updates rausbringen. Es kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich meine, die machen das seit Jahren, die wissen, wie man Features hinzufügt und so. Die haben ein großes Team von Entwicklern und so, gute Programmierer, die das an sich können, aber sie machen irgendwie kaum was. Das ist halt extrem komisch und die ruhen sich so auf ihrem Hype aus. Dadurch haben sie nämlich jetzt an Fortnite einiges verloren, quasi. Ja, weil Fortnite bringt halt ständig Updates raus auch, ne? Und Minecraft nicht, und deswegen hat der Minecraft-Hype sicher auch abgenommen. Nicht nur, aber teilweise wird es daran liegen. Ja. Ist halt schade, ne, sowas vergehen zu sehen, wie Minecraft einfach an Hype immer weniger wird, ne, und ja, jetzt durch 1.13 wurde es tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr, da ist so ein kleiner Hype gekommen, aber, ja, der hält wahrscheinlich auch nicht lange an, weil eben dann wieder keine Updates kommen, keine weiteren. Und das ist halt das muss Mojang endlich mal verstehen, dass wenn Updates kommen, dass dann auch wieder Spieler kommen, ja, und nicht sagen, naja, Fortnite zerstört alles oder so. Sie können ja auch selber daran mal was, rütteln, dass vielleicht Fortnite nicht ganz so ein starker Konkurrent wird, sondern vielleicht man selber nachziehen, ne? Und ja, wäre halt mal schön, weil mich nervt zum Beispiel auch, dass Fortnite immer noch im Hype ist, weil ich verstehe nicht, wie so ein Spiel einfach so lange gehypt sein kann. Das ist einfach sowas von ja, langweilig eigentlich, und so ein Game in dieser Art hatte vorher nie so einen großen Hype, und ja, ich weiß nicht, woher das auf einmal kommt, ja. Das ist absolut unverständlich, wie ich finde. Und ja, nur weil es kostenlos ist, okay, aber ja, ich, für mich, ja, hat jetzt Fortnite diesen Hype nicht so unbedingt verdient, muss ich sagen. Also ganz ehrlich, das ist halt sehr, sehr komisch. Und ja, ich hoffe mal, dass irgendwann wieder das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung geht, ne? Ja, und ich selber bringe ja auch nicht mehr so viel Fortnite jetzt, ne? Ich habe noch nie viel Fortnite gebracht, davon mal abgesehen. Jedenfalls, ja, keine Ahnung. Ich bin da nie so richtig warm geworden auch mit, und ja, ich spiele das eigentlich nur so zum Spaß aus Scheiß halt, ne? Weil ich irgendwie manchmal Bock habe, so ein bisschen rumzublödeln oder so, keine Ahnung. Jedenfalls spiele ich das nicht ernsthaft, weil ich keine Lust habe, übel zu schwitzen da drauf, ne?
Also, das ist überhaupt nicht meins und ja, das werde ich mal schön bleiben lassen. Ja, da gibt es genug andere Leute, aber ich verstehe nicht, warum es wirklich so viele gibt, die so diese Spiel suchten. Ja, so viele Kanäle sind daraus gewachsen und so. Das kann doch nicht ewig gut gehen, also ganz ehrlich. Irgendwann muss es doch mal zurückgehen. Ja, das verstehe ich halt nicht. Gut, bei Minecraft haben manche auch nicht verstanden, warum es so gehypt ist, aber es hatte einfach viel mehr Möglichkeiten, ne? Mit den ganzen Mods und was man da machen kann auch. Ich habe mir neulich wieder was überlegt. Man kann ja jedes Haus, was man im Kopf hat, zum Beispiel einfach umsetzen, ne? In Minecraft, vor allem mit den neuen Blöcken. Und man kann so viel machen, mit Commands auch alleine, ne? Und schon 2010 mit den ganzen Redstone-Taschenrechnern, die irgendwie über 10 Quadratkilometer gingen. Ja, und die einfach funktioniert haben. Und das ist einfach krass, ne? Und ja, sowas zeigt einfach, dass dieses Spiel so unglaublich, ja, unausgereizt eigentlich noch ist, ne? Auch mit Bildung und so sagen viele immer, da kann man viel machen. Ja, sollte man mal. Ne? Oder, ja, auf jeden Fall ist es viel, viel besser als Fortnite noch. Ja, und vielseitig anwendbar und so. Ich meine, sogar, wenn es sogar PvP auch noch gibt, ne? Man kann so viel machen auch noch. Minigames, weißt du, die haben immer wieder neue Minigames rausgebracht, als es sich noch in Anführungsstrichen gelohnt hat, ja. Jetzt lohnt sich's ja anscheinend nicht mehr, wenn es sich nicht mehr so rentiert. Aber, ja, es hatte auch auf jeden Fall seine ganzen Spielmodi und so. Und da gab's echt viel. Das kann man ja nicht abstreiten. Naja, ich fände es halt schön, wenn das Ganze mal wieder in eine andere Richtung geht, aber ja. Zurzeit sieht es nicht danach aus. Stand August 2017, 18. Ja, wenn ihr das seht, dann sieht die Welt wahrscheinlich schon anders aus oder auch nicht. Ja, wenn nicht, dann wäre es ja noch schlimmer. Aber vielleicht ist dann Fortnite endlich mal so ein bisschen abgeflacht wieder. Das hat so einen fetten Hype, ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Pokémon Go-Hype länger anhält als der Fortnite-Hype jetzt schon. Ja, das ist einfach krass. Der Pokémon Go-Hype war ja eigentlich nur am Anfang richtig krass und dann lief er übel zurück. Jetzt in letzter Zeit ist er wieder ein bisschen aufwärts gegangen, hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich ja schon mal irgendwann angesprochen. Jedenfalls, ja, ist es aber auch gefloppt dann eigentlich nach einer Weile. Ja, nachdem es jeder irgendwie hatte. Und ja, jetzt mit Fortnite, hey, kann sich einfach so lange halten. Ja, und das ist schon übertrieben. Seit Dezember 2017 ist das, ne? Da ging das so, fing das an. Und im Januar war dann richtige Boomphase. Da ist dann jeder drauf abgefahren. Und das hält jetzt einfach bis August an schon. Und so viel weniger ist es noch nicht geworden mit dem Hype. Also man denkt ja, es ist schon ein bisschen weniger geworden, aber nee, ist gar nicht. Ja gut, ein bisschen schon, ne? Aber ja, man könnte mehr erwarten, sag ich mal. Das schon übelst viel jetzt wieder abgenommen hat an Interesse von den Leuten, aber tatsächlich ist es nicht so. Ist schon heftig, wie man sowas schaffen kann, ne? Ja. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch ein bisschen künstlich am Leben erhalten. Durch die ganzen YouTuber, die mit ihrem Clickbait und was weiß ich. Und, naja, keine Ahnung. Und mit V-Bucks, Verlosungen und so weiter, das ist natürlich dann alles. Das könnte man auch bei anderen Games machen, ne? Das dann einfach nur Ausnutzen des Hypes, um diesen noch künstlich am Leben zu erhalten und weiter existieren zu lassen. Ja, ganz komische Sache. So, jetzt erstmal würde ich sagen, was machen wir denn die Decke da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Fackeln brauche ich. Ich mache das jetzt nochmal zum Ende der Folge, weil ich will das noch geschafft haben. Bisschen umsortiert haben wir das Lager, während ich ein Thema angesprochen habe. Ist auf jeden Fall auch ganz nett. Und ja, was nehmen wir jetzt als Decke? Vielleicht Bricks, würde ich sagen. Habe ich eh gerade dabei und die wollte ich immer verwenden, ne? Habe ich die schon mal verwendet? Ich guck mal. Also hier nicht. Gut, da hatte ich sie, ne? Naja, da würde es ja eigentlich passen, die hier auch zu verwenden. Wenn wir sie da hatten. Dann mache ich das mal. Ah ja, kann ich noch nicht mit Shift arbeiten. Naja, machen wir es mal so. 35, vielleicht reicht's schon. Moment, das sind 9x9, dann sind das 7x7, dann brauchen wir 63. Ach Quatsch, 49. Ja, ich war jetzt bei 9x7. Naja, dann halt so. Und ich habe ja eigentlich hier oben schon Fackeln, oder sind die noch zu dunkel für hier unten? Ich glaube ja, irgendwie, ne? Oder warte mal.
Wie wollte ich denn das hier machen? Wollte ich die Decke jetzt dahin machen oder einen runter noch? Da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Jedenfalls diese Cobblestone-Textur, die ist einfach legendär, muss ich sagen. Muss ich nur mal so nebenbei, wollte ich das anmerken. So, jetzt brauchen wir noch 14, ne? Ne, Moment. Eigentlich nur... Doch, 14, genau. Das muss ich kurz überlegen, aber stimmt. So. Das müsste nämlich dann ausreichen. Ja, natürlich nicht, wenn man sich verbaut. Dann reicht hier gar nichts, ne? Oh Mann. Ja, aber gut gerechnet, ne, würde ich sagen. Ja, ist ja auch nicht so eine Kunst, sag ich mal. Okay, ich denke mal, unten in das Wasserding werde ich dann noch einen Glowstone setzen. Oh ey, ich stehe auf und sofort... Ach, es war wieder typisch, ne? Ja, was könnte ich machen? Ich könnte Folgendes machen. Und zwar hole ich mir mal eine... Habe ich Trapdoors? Nee, habe ich nicht. Dann hole ich mir mal eine Leiter. Oder ein Schild. Ist ja eigentlich egal. Ah, Leitern haben wir gerade hier. Und ich setze mal unter das Wasser dann eine Leiter, drunter eine Fackel. Die scheint nämlich dann relativ weit raus und ja, das passt. So, dann brauche ich auch noch ein Thumbnail, ey. Shit. Und ich habe es immer noch nicht angepflanzt. Na gut, aber ich habe, glaube auch noch nicht so viele Seeds. Na, ich muss dann nochmal mit der Hoe herkommen und das machen, ne? Das ist klar. So, zack. Genau, das ist dann wie so eine Art Glowstone. Ist zwar jetzt nicht ganz so hell, aber immerhin, ne? Kann sich sehen lassen vielleicht. Keine Ahnung. Ich mach, glaube, unten aus dem Lager ein Thumbnail, ne, würde ich sagen. Und heute haben wir dann die 17 Minuten auch mal erreicht. Krass. Aber ich wollte heute sowieso insgeheim die Folge etwas länger machen, weil ich irgendwie gerade Bock hab. Beziehungsweise ich hab gerade, ich will gerade eine längere Folge mal rendern. Ja, ist egal. So, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und tschüss.